أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر رب تمم بخير ربنا زدنا علما فهما وتوفنا مسلما وألحقنا بالصالحين machen inshallah weiter, aber letzte Woche haben wir eine Übung vergessen zu machen, nämlich die Übung 3. Die werden wir jetzt erstmal nachholen und danach mit der heutigen Übung weitermachen. In der Übung 3, bevor wir zum Maf'ul rübergegangen sind, dann ging es noch um den Fa'il, also der Unterschied zwischen dem inneren Fa'il und dem äußeren Fa'il. Das ist ganz wichtig, dieses Thema. Aber die Übung habe ich leider vergessen zu machen. Okay, dann fangen wir an. Die Übung 3, ein Beispiel hatten wir hier. Wir sollen das erstmal unterstreichen, also einkreisen, ob es innen oder außen ist, das Subjekt, also das Fa'il. Und danach einmal umkreisen, wer der Fa'il überhaupt ist. Zum Beispiel, Qala lahu Musa. Musa ist der Fa'il von Qala. Das ist das Fi'il hier. Das ist das Muta'alliq bil Fi'il, hier in dem Fall, Musa ist der Fa'il. Nee, wir erinnern uns, Muta'alliq bil Fi'il, das haben wir hier gelernt gehabt, das haben wir später erst gelernt, das hätten wir da noch gar nicht wissen können, als wir die Übung damals gemacht haben. Hier haben wir gelernt, Muta'alliq bil Fi'il, wenn Jar Majrur Fragment innerhalb eines Jumla Fi'liyya auftritt. Und Musa ist dann unser Ism. Aber an ihm kann man nicht erkennen, dass das Marfu' ist. Aber er könnte Marfu' sein. Und aufgrund dessen sagen wir, der ist Marfu' und das ist unser Fa'il von dem Wort Qala. Das erste Wort, was hier ganz rechts steht, der erste Satz, das erste Beispiel, ist فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ. Bevor wir übersetzen, das wäre dann zu einfach. Also müssen wir herausfinden, wo ist der Fi'il? Und dementsprechend kann man herausfinden, gibt es irgendeinen äußeren Fa'il? Was hier das Fi'il, wenn wir sofort uns anschauen, finden wir heraus, zwischen diesen, wir haben drei Möglichkeiten, das herauszufinden. Und das, was ein Fi'il am ähnlichsten aussieht, und wahrscheinlich habt ihr das auch in den Vokabeln, denke ich mal, gelernt, das, wo man erkennt, ist dieses Ta hier. Rabihat. Also hier Rabihat. Wenn man die Fi'l-Tabelle, die Konjugation sich anschaut, wird man sehen, dass das hier dem am ähnlichsten aussieht von einem anderen und nicht die hier sind. Wenn man das herausgefunden hat, Rabiha heißt sich auszahlen, sozusagen gewinnen. Ma heißt nicht und Fa ist einfach nur ein Harf Atuf, ein Verbindungsbuchstabe. Rabihat haben wir herausgefunden und danach müssen wir gucken, gibt es danach irgendein Wort, welches Marfu' ist, ja oder nein. Und dementsprechend wissen wir, ist das Fi'il dieses hier, welches hier hinter steckt, also innen drin ist, in dem Fi'il Rabiha.
aufgrund dieses Tests erkennen wir dieses hier dahinter, dieses Personalpronomen. Oder gibt es irgendein Ism, welches marfu' ist und nach dem Fi'l kommt? Es könnte schon mal sein, aufgrund, weil das hier die eine der Voraussetzungen für einen äußeren Fa'il sind ja, dass es die Hua- oder Hier-Form sind. Und wir haben hier die Hier-Form, das heißt, es könnte schon mal sein. Erste Voraussetzung ist schon mal erfüllt. Und dann müssen wir gucken, ein Wort muss es geben, welches nach dem Fi'l kommt, im Geschlecht übereinstimmt und marfu' ist. Und dann, wenn wir scharf hinschauen, sollten wir feststellen, ob es der Fall ist oder nicht. Was sagt ihr? Ist es aber einer vorhanden oder nicht? Ihr könnt einfach in den Chat reinschreiben, oder I, äußeres oder inneres Fa'il. Inneres wird da getippt. Hat jemand einen anderen Vorschlag? Hat irgendjemand einen äußeren Fa'il hier gefunden? Man muss sehr, sehr scharf hinschauen. Dann wird man feststellen, Tijaratuhum, da steckt das Wort Tijaratu drin, und das ist tatsächlich der Fa'il hier in dem Satz. Aufgrund, weil Hum einfach nur ein angehängtes Personalpronomen ist. Hum ist ein eigenes Wort für sich, es ist einfach nur angehängt an dem Wort Tijara. Tijara heißt natürlich Geschäft, Handel, und Tijaratu, das ist ja hier, dieses Ta ist ja für Feminin, daran erkennt man ein feminines Ism, anhand dieses Ta am Ende. Und an dem Dhamme erkennen wir, dass es Marfu' ist. Das heißt, Rabbi hat Tijaratu. Ihr Handel hat sich nicht ausgezahlt. Ihr Handel, Tijaratuhum, deswegen dieses Ihr, weil das Personalpronomen hier ist, Rabbi hat auszahlen, sozusagen profitieren. Und mehr heißt nicht. Wa ma kanu muhtadin, und sie waren auch nicht rechtgeleitet. Das ist in Sura Baqarah direkt die zweite Seite, ganz am Ende, kommt diese Stelle kommt dann. Fa ma rabiha tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Okay, hier hätte man ganz, ganz scharf hinschauen müssen und erkennen müssen, dass es hier sich um zwei Wörter handelt. Einmal Tijara und einmal das angehängte Personalpronomen. Irgendwelche Fragen dazu? Hier hätte auch genauso gut Tijaratahum oder Tijaratihim stehen können. Das heißt, der Hareke an dieser Stelle hier ist flexibel. Weil das Ism genau hier an dieser Stelle hier endet. Das Wort Tijara endet da. Das heißt äußeres Fa'il. وَدَخَلَ جَنَّتَهُ. Hier kann man sehr, sehr leicht erkennen, was das Fi'il ist. Das ist natürlich Dachala, eintreten. Ist der Fi'il innen oder außen? Was habt ihr da? Richtig, das ist innen. Das Wort Dachala ist in der Hua Form. Es hätte auch außen sein können, aber es gibt kein Wort, welches marfu' ist und danach kommt. Die Schwierigkeit hier war auch wieder, dass man erkennt, dass Jannatahu, dieses Hu hier, dieses U, das Domne, nicht zu dem Wort Jannat dazugehört, sondern dieses hier, das angehängte Personalpronomen, genau wie vorher. Das heißt, hier endet das Wort Jannat. Und Jannata ist erstens feminin, Dachala ist aber maskulin. Das ist schon mal ein Widerspruch. Und zweitens, Jannata ist mansub und nicht marfu'. Natürlich, dann haben wir auch letzte Woche gelernt, es ist mansub aufgrund, weil Jannata maf'ul ist. Maf'ulu bih. Dachala, er ist eingetreten. Was? Was ist ein, worin ist er eingetreten? Jannatahu, seinen Garten. Jannatahu, das Hu für sein. Das heißt, hier haben wir ein inneres Fa'il. Dachala, in dem Wort Dachala steckt Hua Dachala drin.
ohne dass man Hua sagen muss. Oder besser gesagt, man sollte es gar nicht erst sagen. Es gehört dazu in der arabischen Sprache, dass man das Personalpronomen nicht sagt. Weil man versucht immer so, so kurz wie möglich zu reden, ohne überflüssige Wörter zu sagen. Fenarabi hat Tijaratuhum. Ihr Geschäft hat sich nicht ausgezahlt. Das ist, glaube ich, 15. oder 16. Ayat von Surah Baqarah. Könnt ihr nochmal gucken. Die Übersetzung steht ein bisschen anders. Aber so ähnlich wie ihr Geschäft hat sich nicht ausgezahlt. Rabiha an sich bedeutet profitieren oder gewinnen und so weiter. Also positive Geschäfts, hat was mit dem Geschäft zu tun, wenn man da beim Geschäft machen profitiert. Hier ist ein kleiner Fehler. فَاسْتَطَعَمَا أَهْلَهَا muss hier stehen. Ist ein bisschen fett geworden. فَاسْتَطَعَمَا أَهْلَهَا. فَاسْتَطَعَمَا أَهْلَهَا. Da ist eine Frage. Also bei der Hierform müsste doch Sukun sein. Also hier meinst du, hätte Sukun sein müssen, Tijaratum. Also nein, Tijaratum hätte da nicht stehen können, das geht gar nicht. Weil Tijara ist ein eigenes Wort für sich. Ein Ism ist entweder Marfur, Mansub oder Majrur. Und das Wort Tijara, entweder Dhamme, Fetha oder Kesra, entweder U, E oder I. In Sukun kann es nicht haben, ein Ism. Ein angehängtes Personalpronomen kann es haben, hier dieses Kum hier zum Beispiel. Der hier hat das. Aber Tijara, der unabhängig von dem Hum, welches angehängt wird, hat seinen eigenen Zustand hier. Das hätte hier das, dieses Dhamme hier stehen können, wie es auch steht, oder ein Fetha hätte sein können, oder ein Kessler hätte auch sein können. Tijarat hum, das wäre nicht möglich gewesen. Grammatikalisch, dass da hier ein Sukun ist. Das gilt immer, wenn ein angehängtes Personalpronomen ist im angehängt wird, genauso wie hier Jannatahu. Das Wort, der Fall von Jannah ist völlig unabhängig von dem hier. Und das gleiche gilt auch für dieses Beispiel. فَاسْتَطَعَمَا, das ist so ein Fi'l. Also kann das Äußere alles sein. Was meinst du genau damit? Genau, anstelle von Tijaratu, da hätte alles stehen können, genau. Natürlich müsste es ein Feminin sein, damit es immer noch der Fa'il von Rabiha ist. Und es hätte auch Marfu' immer noch sein müssen. Aber da hätte jedes Wort anstelle von Tijaratu stehen können. Okay. Fastada'ama. Ahlaha, das ist das nächste. Fastada'ama ist unser Fi'l, ist ein bisschen schwieriges Fi'l, ist das. Und Ahlaha, das Wort Ahl solltet ihr kennen von den Vokabeln. Und jetzt stellt sich die Frage, inneres Fi'l oder äußeres Fi'l. Das ist hier etwas leichter, wenn man es schafft, dem Fi'l zu erkennen. Also zu wissen, was da hinter dem Fi'l dahinter steckt, welche Person beim Fehl ist. Fastada'ama, wenn man sich das anschaut, wir merken uns das. Fastada'ama,
Und dann gehen wir hier hin zu der Tabelle und schauen dann, welches von denen hier endet mit einem Elif. Das hier auf jeden Fall nicht. Das ist, davor ist ein Wow. Das ist hier nicht vorhanden. Und was endet sonst mit einem Elif? Nasara Ta endet mit einem Elif, aber da ist ein Ta. Das ist bei uns nicht vorhanden. Tume, genauso kann auch nicht sein. Wir haben kein Ta. Aber das hier kann sein, das Paar. Nasara und Istada'ana. Also das Fehl an sich heißt Istada'ana. Istada'ana wäre Hua. Und dann Huma Istada'ana. Hum Istada'amu. Hier Istada'amet. Aber wir haben hier Huma Istada'ana. Das heißt, haben wir inneres Fehl oder äußeres Fehl? Das sollten wir sofort sagen können, genau. Ohne dass wir das andere, ohne dass wir irgendwas anderes angucken müssen, können wir sofort sagen, nein, das muss ein inneres Fehl sein, weil ein äußeres Fehl nur bei der Hua oder Hier Form sein können. Unabhängig davon, was hier steht an Dingens, an Ehle, das ist unabhängig davon. Sobald wir etwas anderes haben, außer Hua und Hier Form, also was anderes haben, außer diese beiden hier, sagen wir sofort inneres Fehlen. Also Huma ist der Da'ame. Das Fa ist hier wieder einfach nur ein Harf Atif, ein Verbindungsbuchstabe. Fahuma ist der Da'ame. Sie beide haben um Essen gebeten. Das sind Musa und Khidr a.s. in der dritten Geschichte, die Khidr mit Musa a.s. da erlebt in Surah Kahf. Da gehen sie zu einer Stadt und danach sie bitten die um Essen, weil die Reisende sind und kein Essen gerade haben, bitten die diese Leute, dass sie ihnen Essen geben. Und die Leute sind extrem harte Leute, krasse Leute, die weigern sich, denen Gastfreundschaft zu zeigen. Diese Ahl hier, diese Leute. Fastada'ama ahlaha und ahla. Und Ha sind wieder, die muss man getrennt betrachten. Wir wissen jetzt inzwischen, Ahla ist Menzub und Menzub heißt Maf'ul. Wenn ein Wort Menzub ist in einer Jumla Fi'liya, dann haben wir natürlich ein Maf'ul hier an dieser Stelle hier. Ahla ist unser Maf'ul. Und Ha ist einfach nur angehängtes Personalpronomen Mudaf Ilayhi. Fastada'ama Ahlaha, die beiden haben die Stadt um Essen gebeten. Die Leute um Essen gebeten, Entschuldigung. Die Leute um Essen gebeten. Achaftum, achavet humur rajafetu. Erstmal das Fehl erkennen. Das Fehl ist achavet. Und wenn man das dann weiß, dann sollte man den Rest finden. Genau, das ist Äußeres hier. Echavet, das ist die Hier-Form. Echavet mit dem Ter Sukun am Ende. Echavet, also Feminin, das heißt, es kann ein äußeres Fehl haben. Fa'il haben, äußeres Fa'il. Und wenn wir dann weiterschauen, dann sehen wir, Arrajefetu ist auch Feminin und ist mal vor und kommt nach dem Fehl. Also alles okay und das ist das Äußere. Rajafetu war, soweit ich mich erinnere, das Beben. Kann ich mir gleich nochmal nachschauen. Achadet heißt packen. Und Rajafetu ist, soweit ich weiß, das Beben. Aber ich schaue gleich nochmal nach. Achadet hum, das Mef'ul ist hum, hier an dieser Stelle. Achadet hum. Sie hat gepackt. Sie, also hum. Arrajafetu, das Beben. فأخذتهم الرجفه فأصبحوا في دارهم جاثمين. Genau, Beben war wichtig. So hat sie, das Beben hat sie gepackt und dann waren sie in der Wohnstätte als Bereuende.
dann sind sie in ihrer Wohnstätte als Bereuende zurückgeblieben. Oder sie wurden Bereuende. Nicht Bereuende, sondern ich sage euch die Nummer von der Ayah. Das ist 78 von Sura Al-A'raf. Fasbahu fi diyarin jathimin. Da lagen sie in ihren Wohnungen auf dem Boden gestreckt. Die Wörter verwechselt. Genau. Also, Akhadat ist Fi'l, Hum ist Mef'ul, Ar-Rajafatu ist Fa'il. وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ Genau. Inneres wegen اتَّبَعْنَا Das Na ist für Nahnu, genau. Deswegen kann es gar kein äußeres Fa'il haben. الرَّسُولَ ist sowieso Manzub. Es ist مَفْعُول. اتَّبَعْنَا الرَّسُولَ Wir haben den Gesandten gefolgt. وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ So schreibe uns unter den Bezeugenden.